Guten Tag miteinander, herzlich willkommen, ein verspätetes herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie hatten einen interessanten Tag. Ich bin jetzt ein wenig noch ein kleines Werbefenster, aber ich fasse mich sehr, sehr kurz, möchte Ihnen aber gerne ein paar Informationen zu der Welle geben, weil das ein einzigartiges Projekt der Migroare ist, in dem Sie heute hier diese Veranstaltung hatten. Vor einem Jahr haben wir unser jüngstes Kind, die Welle 7, eröffnet. Es ist im Gegensatz zu früher kein traditionelles Einkaufszentrum, sondern wir sind das erste Mal in einer Innenstadtlage, mitten in Bern, am pulsierenden Herz des Bahnhofes. Was wir hier realisieren wollten, ist etwas ganz Neues. Ein Konzeptzentrum, das sich ausrichtet auf die Bevölkerung, die hier vor dem Haus durchgeht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, pro Tag laufen über 50.000 Pendler an diesem Haus vorbei. Und für diese Leute wollten wir einen Zwischenstopp machen. Einen Zwischenstopp für Genuss, Verpflegung, Einkauf, Bildung und Business. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Impressionen zeigen. Das Einzigartige, was wir hier haben, ist der Mix. Wir sind auf 8 Decks, um in der Sprache der Seefahrt zu bleiben. Auf diesen 8 Decks bieten wir Retail, Gastronomie und ein Business Center. Wir nennen es Workspace und auch die Clubschule Bern ist hier stationiert. Wir haben hier in diesem Haus eine sehr ambitionierte Innenarchitektur, ein modernes Ambiente. Sie haben das sicher schon erlebt. Es ist uns ein Bedürfnis, dass wir hier Online- und Offline-Welt miteinander verbinden können. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele dazu zeigen. Im Deck 0, das unterste Deck, befindet sich unsere Collect Lounge. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung machen, Kleidung bestellen, können Sie sie hier hinschicken lassen. Wir haben unten Garderoben, Sie können die Kleider probieren. Wenn es gefällt, mit nach Hause nehmen. Wenn es nicht gefällt, sofort wieder zurückschicken. Sie gewinnen Zeit. Es ist eben ein Zwischenstopp. So haben wir auch weitere innovative Konzepte im Haus. Auf Deck 1 und 2, also 0 und 1, Entschuldigung, haben wir verschiedene Shops. Hier ein Beispiel von Nutri. Ein ehemalig reiner Online-Händler, der jetzt auch offline hier in Bern präsent ist. Auf Deck 2, das ist dort, wo Sie wirklich von der Welle her hineinkommen, finden Sie verschiedene Gastroformate. Dort geht es darum, das ist kein bedientes Restaurant dort unten, sondern dort hat es verschiedene trendige Food-Anbieter für die schnelle Verpflegung. Wenn wir weiter raufgehen, Deck 3, hier sind wir jetzt, bis Deck 7, da haben wir verschiedene Konferenzräume, die man mieten kann. Das geht von ganz kleinen Räumen bis hin zu diesem Raum hier, das ist unser größter Raum, den wir haben. Tagsüber sprechen wir hier vor allem Businesskunden an und am Abend findet vorwiegend Clubschulkurse statt. Wenn man noch weiter aufgeht, im Deck 5 ist unser Coworking. Falls Sie mal in Bern einen Zwischenstopp haben, Zeit haben, arbeiten möchten, dort haben Sie die Möglichkeit, eine Stunde, einen halben Tag oder einen ganzen Tag oder auch länger zu arbeiten. Wir haben dort die nötige Infrastruktur. Meetingräume habe ich schon gesagt. Da ist vielleicht noch speziell zu erwähnen, Sie haben es sicher gesehen, wir haben so verschiedene Vogelkäfige, da kann man ideal kleine Besprechungen machen. Wir haben Kleinsträume, wir haben offene Räume, halboffene Räume und auch die Architektur. Jedes Deck nimmt ein bestimmtes Thema auf. Wenn Sie dann später vielleicht nochmal durch das Haus laufen, müssen Sie sich achten, und auf welchem Stock Sie sind und was dort wohl das Thema ist. Seit einem Jahr sind wir offen. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen. Wir sind sehr zufrieden, wie das erste Jahr gelaufen ist. Es kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Spitzenzeiten haben wir natürlich am Morgen vor der Arbeit, über Mittag und dann am Abend. Wir sind uns bewusst, dass noch nicht alles perfekt ist. Wir wollen das Konzept immer wieder weiterentwickeln. Aber wir freuen uns natürlich auf das zweite Betriebsjahr. Vor der Preisverleihung möchte ich abschließen mit einem Satz von unserem Gründer der Migro, von Gottlieb Duttweiler.
und will das Werbefenster jetzt auch nicht verlängern, sondern hoffe, dass Sie im Anschluss an die Veranstaltung nochmal durchs Haus laufen und das vielleicht auch noch mit anderen Augen betrachten. Vielen Dank. Okay.